Hi Freunde, das hier ist jetzt eine Ankündigung, was ich dieses Jahr alles machen möchte. Ich habe mir das hier auf dem Computer aufgeschrieben. Als erstes, also das ist jetzt nicht die Reihenfolge, wie die Videos kommen werden, sondern einfach nur als Aufzählung. Als erstes Streetfishing in Berlin 2. Heißt, ich fahre wieder rein in die Stadt und dann geht es vermutlich wieder am Kupfergraben oder ja. Wird vermutlich der Kupfergraben werden. Werde ich dann mal gucken, ob ich wieder was fangen kann. Dann haben wir Fang eines Graskarpfens. Das hat mir ein Angelkollege von mir vorgeschlagen. Grüße gehen raus an Lukas. Dann haben wir Nachtangeln 2. Ja, da ist halt die Frage, wann ich wieder zum Nachtangeln komme. Weil der Spot, an dem ich Nachtangeln war, ist halt ein Stück weit weg. Und hier ist schon Nachtangeln 3. Ich war ja schon zweimal letztes Jahr Nachtangeln. Ja. Dann haben wir am Forellensee 2. Ja, werde ich mal gucken, werde ich vermutlich mit meinem Opa wieder hinfahren. Und der wird dann wieder Kameramann machen. Dann haben wir Hecht auf Köfi. Heißt, ich werde mir ein Gewässer raussuchen. Und ja, mal gucken, ob ich da auf Köderfisch ein paar Hechte fangen kann. Weil ich finde Köderfisch, also das Ansitzangeln, deutlich entspannter als der Spinnroute irgendwo rumzulaufen. Da kommen wir jetzt eigentlich schon zur nächsten Sache. Einmal möchte ich Spinnfischen in der Bude machen, da ich da schon öfters Döbel gesehen habe, paar Aalande. Möchte ich mal gucken, ob ich die mit ein paar kleinen Ködern fangen kann. Dann haben wir auf Hecht in der Bude. Da werde ich mir meine Köderfischroute schnappen und mit Köderfisch versuchen, ob ich da mal einen Hecht in der Bude fahren kann, weil ich schon mehrere gesehen habe. Und wäre natürlich mega, wenn ich da endlich mal auch einen davon fangen kann. Dann habe ich hier, das ist jetzt ein Titel von dem Video, wie ich das nennen werde. Das ist Brassen, Brassen, Brassen. Da werde ich dann mal an der Dahme angeln gehen, da ich weiß, dass es ein verdammt gutes Brassengewässer ist. Ja, da werde ich dann mal schauen, ob ich da ein paar Brassen überlisten kann. Dann haben wir Angeln in Ungarn 2. Da ich vermutlich wieder circa im Oktober nach Ungarn fahren werde. Und da möchte ich es dann endlich schaffen, am Balaton was zu fangen. Und dann haben wir noch Real Talk, teuer versus billig. Das ist ein Format, also ich werde es dann als neues Format machen, also Format Real Talk. Und in diesem Fall wird das teuer versus billig ist, wenn teure Angelrouten gegen billige, und dann ziehe ich den Vergleich und dann werde ich euch auch mal so circa sagen, was meine Routen gekostet haben. Das wird viele dann überraschen, weil man das nicht glaubt. Ja, ich hoffe, dass euch die Vorschläge für die neuen Videos gefallen. Das nächste Video, was dann noch rauskommen wird, das ist einmal eine Bestellung von mir. Das dauert aber noch eine ganze Weile, da das eine Produkt erst im März, ja, März rauskommt, also am 18. soll es ankommen. Also das wird noch eine Weile dauern, aber das ist das nächste Video, was dann rauskommt. Ja, und ich hoffe, ihr seid bei jedem Video dabei, ihr lasst ein Like da, wenn ihr wollt, abonniert mich gerne, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.